Samuel Walser, nach Aufholjagd nach 3 Punkten in Bern, ist vor allem Geduld heute das Entscheidende in diesem Spiel? Ja, ich glaube, wir haben mit Geduld müssen spielen heute, weil Bern hat über weite Strecke uns vielleicht ein bisschen dominiert. Wir sind fast nie zur zwingenden Chance gekommen, aber im letzten Drittel haben sie es aufgemacht und so sind wir noch zu 2-3 Chancen gekommen und zum Glück sind sie reingefallen. Inwiefern hat der gute Saisonstart, wo man jetzt sagen darf, bei Fribourg-Gottéron auch geholfen, eben dann das Vertrauen in dem Spiel zu entwickeln, dass man am Schluss doch noch mit einem Sieg rauskommt? Ja, ich glaube, wir haben eine riesige Mannschaft. Wir haben 4 Blöcke, die gut offensiv spielen, defensiv haben. Und ja, wir wissen eigentlich, dass jeder Block gefährlich ist und schlussendlich können wir jedes Spiel gewinnen. Und den Saisonstart natürlich haben wir gut gestalten und es gibt jedem mehr Selbstvertrauen und das sieht man am Schluss. Jetzt gleich aber auch diese Woche natürlich dann ohne Zuschauer, inwiefern als Spieler, wo ist es schwieriger, sich daran zu gewöhnen? Vielleicht auch punkto Intensität? Ja, ich meine, eben hier zum Beispiel in Bern, sonst hast du 16'000 Leute und es ist schon recht ruhig und gewöhnungsbedürftig. Also ich hätte auch lieber, wenn viel mehr Leute da wären und Stimmung machen. Zum Motivieren, zum Reinkommen, das ganze Leben ist halt schwierig, aber wir müssen es probieren, es ist, wie es ist. Und das Positive daraus sehen und das Positive rausnehmen und machen. Und schlussendlich haben wir es gut gestalten heute. Was sicher gewöhnungsbedürftig ist, sind 2 Auswärtsspiele innerhalb von 20 Stunden. Zum Glück müssen wir nicht auf Lugano und auf Davos glauben. Aber was macht da den Alltag eines Spielers ein bisschen anders jetzt? Ja gut, von dem her, eben, Bern ist nicht so weit. Es ist fast wie ein Heimspiel. So eine halbe Stunde fahren ist nichts. Ja, es ändert eigentlich nicht viel. Wir nehmen das Spiel, wie es kommt. Und ob es auswärts oder daheim sind, hast du gleich noch Zuschauer. Von dem her, es ist, wie es ist. Und es wären morgen mal 6 Spiele angedacht gewesen. Jetzt ist es noch 1 gerade aktuell. Was sagen Sie zur aktuellen Lage? Ja, ich glaube, das können wir alle verfolgen in den Medien. Und wir können es nicht beeinflussen, wir können es nicht ändern. Wir können nur das machen, oder uns dran halten an Vorgaben und das Beste daraus machen. Und hoffentlich bleiben alle gesund, und das ist das Wichtigste.